Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem Video, in dem ich auch als Person vorkomme und nicht einem Let's Play, von dem übrigens jetzt auch wieder welche losgehen. Ich war nur zu voll zum Schneiden und zum Hochladen, vor allem angesichts der Zukunft. Naja, egal. Heute nehme ich mal wieder mit meiner neuen Kamera auf, der Canon Lagram Mini. Das ist eine ganz, ganz kleine Kamera, die einen ganz, ganz großen Weitwinkel hat, wie ihr sehen könnt. Ich kriege mein ganzes Zimmer drauf mit meiner alten Kamera, nämlich der hier. Kriege ich nicht ganz so viel drauf. Ich kann so machen und ich bin immer noch drin. Ah, ist das gigantisch hier. Die Kamera hat wirklich einen enormen Weitwinkel. Das ist voll cool. Naja, auf jeden Fall ist das ja jetzt mal wieder eine Vlogwoche. Passend zum Hobbit wieder mal eine ganz normale Vlogwoche. Das Video zum Montag kommt allerdings erst wahrscheinlich so gegen Sonntag, weil ich bis jetzt keine Zeit habe, es zu schneiden und es ein bisschen größer ist. Und dann kommt auch noch irgendwann meine Review zum Hobbit. Das wird dann meine zweite Filmkritik sein, die offiziell hier hochgeht. Ich habe zwar schon viel mehr gemacht, aber bin nie so mit denen zufrieden gewesen. Weshalb erst dann eine Review kommen wird nach einem Jahr, obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, mehrere zu machen. Aber was das mit dem Fest vornehmen, geht ja nicht so gut bei mir. Jedenfalls will ich mich gar nicht so viel aufhalten, weil heute war ein relativ schläfriger Tag. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer zu schlafen. Ich werde jetzt noch schnell was bisschen schneiden, unter anderem dieses Video hier auch. Und dann lade ich hoch und vielleicht irgendwann eine Folge von Let's Play hoch oder zocke ein bisschen Zelda. Und morgen geht's dann weiter und ja, experimentieren mit meiner Kamera, die habe ich jetzt noch bis morgen. Wenn sie mir gefällt, dann behalte ich sie, verkaufe die hier. Wenn sie mir nicht gefällt, dann schicke ich die wieder zurück. Und wenn ich irgendwo dazwischen bin, dann verkaufe ich, schicke ich die wieder zurück und hole mir eine Actioncam oder sowas. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich habe schon Lust auf so mehrere Filmsachen. Ich bin jetzt auch dabei, wie ich jetzt gestikuliere. Ich bin von einem Updancen heute. Wutsch, 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 wutsch. Jedenfalls habe ich vor, mehr filmische Sachen zu machen, weswegen ich jetzt auch von der hier wegkommen will und mir eine Camcorder-artige holen will. Deswegen die hier eigentlich richtig perfekt für mich wäre, weil die hat ein schwenkbares Display, einen Standfuß, zwei richtig gute Mikrofone, wie ihr hört, hier unten. Ja. Und das ist richtig awesome, die Kamera. Das Problem ist nur, ich zeige euch das mal ganz kurz. Bom. Die hat absolut gar keinen Bildstabilisator. Das heißt, bei jeder kleinen Ruckelung ruckelt es gleich wie Sau. Es ist leider einfach, ohne Bildstabilisator so einen Camcorder zu machen. Ich weiß nicht, was sich Canon dabei gedacht hat, die Vollidioten. Auf jeden Fall, die zweite Version von der werde ich mir dann höchstwahrscheinlich sowieso holen, wenn die dann einen Bildstabilisator hat. Und wenn nicht, ich schaue mich erstmal nach einer ordentlichen Actioncam mit einem guten Mikrofon um. Oder so irgendwas in der Art, mit dem ich halt auch so ein paar actionreichere Sachen filmen kann, wo ich auch mal hinterher rennen kann, ohne dass das Bild komplett verwackelt aussieht. Da bin ich, wie gesagt, noch so ein bisschen angucken. Ansonsten ist die Kamera echt awesome. Es gibt sogar ein Unterwassergehäuse für die bis zu 10 Meter, soweit ich weiß. Und eigentlich ist die Kamera auch richtig cool, nur es gibt halt so ein paar Sachen, die einen dann halt schon ziemlich ärgern. Und dazu gehört das und dann noch so ein paar Kleinigkeiten im Menü, was ziemlich dämlich ist. Also ich glaube, das hat derselbejenige konstruiert, das Menü und das mit dem Bildsensor, weil das Menü ist buttonorientiert und das ist gar nicht so schlecht auf dem Touchscreen, das kommt hier ziemlich gut. Die sind halt winzig und das sind über Umwege und es wird nicht erklärt, es ist nur eine PDF-Datei auf einer CD dabei, das ist einfach relativ scheiße. Und wie gesagt, so eine Kamera ist halt zum damit filmen und auch wenn die einen Standfuß hat, das ist keine Rechtfertigung dafür, dass der Bildstabilisator fehlt. Das ist absolutes No-Go, wie ich finde. Naja, jetzt habe ich meine 3 Minuten für heute auch schon gequatscht. Wir sehen uns dann morgen wieder oder heute noch in einer Folge vom Let's Play a Day. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und verwischel mich jetzt hier. Wow.